Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Natürlich stehen auch wir Grüne zur Realisierung der UN-Charta kulturelle Teilhabe als Menschenrecht und eben auch zur EU-Charta, was die unterschiedlichen Sprachen angeht. Und natürlich stehen wir als Grüne auch generell zur kulturellen Vielfalt unseres Landes und auch zu deren Förderung. Dazu zählen ganz unterschiedliche Aspekte. Dazu zählen die Aspekte, die sozusagen eher neu hinzugekommen sind, was die kulturelle Vielfalt angeht. Dazu zählt aber natürlich und selbstverständlich auch die kulturelle Vielfalt, die dieses Land mit geprägt hat, die hier Tradition hat, die identitätsstiftend auch ist für Nordrhein-Westfalen und seine unterschiedlichen Regionen. Und das Niederdeutsche gehört ganz sicher zu unserem kulturellen Erbe, und dies zu bewahren und auch weiterzuentwickeln, ist auch ein Auftrag von Landespolitik. Deshalb ist es auch gut und richtig, dass wir darüber heute hier auch noch einmal diskutieren. Und der Antrag beschreibt ja richtigerweise, welch vielfältiges Engagement es auch gibt, um diese Kulturtradition und auch diese sprachliche Tradition zu bewahren, weiterzugeben, weiterzuentwickeln, also in vielfältigem ehrenamtlichen Engagement in Vereinen, im Bereich von Literatur, im Bereich von Bühne angesprochen worden ist, auch die musikalische Tradition, aber auch schulische Projekte und so weiter. Und trotzdem, das ist ja auch in dem Antrag schon angesprochen worden, sprechen immer weniger Menschen Plattdeutsch, und im alltäglichen Sprachgebrauch spielt es meiner Ansicht nach heute kaum noch eine Rolle. Das ist sicherlich schade, weil eben gerade viele Menschen und auch gerade viele jüngere Menschen das vielleicht gar nicht mehr so sehr mitbekommen von zu Hause. Auch ich spreche kein Platt, aber das mag vielleicht auch daran liegen, dass auch meine Eltern kein Platt gesprochen haben. Und umso wichtiger finde auch ich persönlich, dass zum Erhalt der Sprache auch die Erforschung einen wichtigen Beitrag zu dieser kulturellen Identität und eines westfälischen und auch darüber hinaus Kulturgutes und einer Kulturtradition beiträgt. Und als Münsteranerin freue ich mich natürlich, dass die Universität Münster, genauso wie die Universität Paderborn, da natürlich auch einen Beitrag zu leistet. Ich habe aber gerade gesagt, ich persönlich spreche gar kein Platt, und mehr ist bei mir leider von einer plattdeutschen und Masse-Matte-Tradition Münsters auch nicht hängen geblieben als die allgemein geläufigen Worte Leze und Jofel. Aber daran sieht man, dass nichtsdestotrotz auch in den allgemeinen Sprachgebrauch solche Traditionen auch immer wieder Eingang finden und sie auf diese Art und Weise auch ein Stück weit lebendig halten. Kollege Schultheis hat allerdings auch schon darauf hingewiesen, dass die Bewahrung und der Erhalt dieser Kulturtraditionen jetzt keine ganz neue Idee ist. Und es ist auch nicht in den letzten Jahren nichts passiert, sondern es gibt die Koordinierungsstelle der Staatskanzlei, es gibt die von Kollege Schultheis angesprochenen unterschiedlichen Projekte, und auch der Fachaustausch ist in dieser Art und Weise ja koordiniert und geregelt. Nichtsdestotrotz würden wir als Grüne sagen, ja, dieses Ansinnen, was ja darauf ist ja schon hingewiesen worden, ein Ansinnen auch der letzten Legislaturperiode der CDU bereits ist, was die Koalition jetzt noch mal aufgreift. Auch wir können diesem Ansinnen grundsätzlich zustimmen. Allerdings möchte ich auch darauf hinweisen, dass eine lebendige Kultur nicht in erster Linie von Beiräten lebt, sondern sie lebt davon, dass sie auch gelebt wird von den Menschen. Wenn allerdings ein solcher Beirat einen Beitrag dazu leisten kann, Sprache und Kultur des Niederdeutschen lebendig zu halten, dann wollen wir dem sicherlich nicht im Wege stehen. Aus diesem Grund können wir Ihrem Antrag heute auch zustimmen. Vielen Dank.